äußerst beunruhigende Live-Aufnahme. Das ist der Veteran Pacific Reaktor bei Seattle. Zeugenberichten, Sie hätten Gewehrschüsse gehört, gefolgt von einer Explosion. Es folgt eine Live-Einspielung, Rohmaterial. Offensichtlich eine Ansprache des KVA-Anführers Hades. Liebe Mitbürger dieser Welt, heute habt ihr Angst. Ihr habt Angst, weil ihr aus eurem Schlummer geweckt wurdet. Es gibt Tage, die vergisst man nicht. Manche Momente brennen sich auf ewig in unser Gedächtnis ein. Wo waren Sie am Tag, als alles anders wurde? Vor 4 Jahren wollte ein Mann unsere Welt zerstören. Wollte ein Mann Dunkelheit über uns bringen. Dachten wir, wir würden es niemals überstehen. Doch das haben wir. Zusammen. Als sie verwundbar waren, gaben wir ihnen Kraft. Als sie krank waren, boten wir ihnen Heilung. Als Chaos herrschte, sorgten wir für Ordnung. Stabilität, Sicherheit, die Chance auf einen Neuanfang. Wer wir sind? Wir sind der Weg nach vorn. Werbevideo, gut eingespielt. Die rosarote Brille aufgesetzt. Ob da mehr hintersteckt? Niemand macht einfach sowas. Kostenlos. Willkommen in Detroit! 2,5 Millionen Menschen, alle in Lagern wie diesem. Echt kein Urlaub, aber sie haben Nahrung, Wasser, Sicherheit. Alles dank Atlas. Und jetzt hat die KVA die Eier nebenan einzuziehen. Leck mich. Du siehst scheiße aus. 22 Tage am Stück. Die KVA macht keine Pause. Und wir auch nicht. Verstanden. Sie wollten die Leute im nächsten Monat zurückbringen. Dann ist die KVA aufgetaucht. Jetzt ist alles abgeriegelt. Sie beschützen unser Ziel. Sind wir noch dran an ihm? Dr. Pierre Danois. Er ist im Innenstadtkrankenhaus. Haben grünes Licht. 4 Jahre Jagd auf Hades und seine rechte Hand klopft einfach so an der Tür. Das ist brillant. Ihm geht es sicher gut. Sie sagen, dass es nicht ist. Vertraust ihnen. Nicht vergessen, ein Paket pro Sektor. Moment, Captain. Scanne auf Isotope. Bitte warten. Was zur Hölle macht die KVA in Detroit, Boss? Eine leere Stadt ohne Polizei oder Augenzeugen ist ein guter Ort, um etwas zu verstecken. Oder jemanden. Okay. Viel Glück da draußen. Gideon. Taurus, sind wir fertig? Ja, die Bikes stehen bereit. Das Zeitlimit ist eingegeben. Bikes. In Ordnung. Aufsteigen. Geil. Mit mir synchronisieren. Autopilot aktivieren.
Bravo 2-1. Der Doktor hält Position im Krankenhaus. Die Uhr tickt. Verstanden, Prophet. Bei Kontrollpunkt Blau in 5. Nicht vergessen, wir brauchen ihn lebend, um Hades zu finden. Verstanden. Bravo, Ende. Schwebebikes. Name und Befehlsnummer. Gideon, Befehl 5527. Einen Moment. Geiler Handzug. Vier Agenten auf Bikes wollen rein. Befehlsnummer 5527. Okay, alles in Ordnung. Aufnahme. Würde mich nicht wundern, wenn wir so einen auch mal tragen dürfen. Dass das Detroit ist. So viel hat sich nicht geändert. Wir steuern übrigens nicht selber. Das ist hier alles vorgefertigt. Alles eine Kamerafahrt eigentlich nur. Damit wir wahrscheinlich nicht vom Weg abkommen. Vor uns. 12 Uhr. Aber solche Hoverbikes. Bravo 2-1 beim Sammelpunkt. Bereithalten. In Bereitschaft 2-1. Die waren letztens auch schon auf Kickstarter. Mitchell und ich nehmen die nördliche Seite. Hier zwei die südliche. Treffpunkt Bates Street. Verstanden. Also so weit sind diese Hoverbikes eigentlich nicht. Aktivität 100 Meter nordwestlich von eurer Position geortet. Wir halten die Augen offen. Da gab's schon ein paar, die auch so mit Düsen oder mit Magneten gearbeitet haben. Fahrzeug voraus. Es sollte niemand in diesem Sektor sein. Einsatzvorgabe beachten. Leise bleiben. Das Licht. Prophet, sind bei Kontrollpunkt Blau. Durchqueren die Schule. Verstanden. Wir haben euch. Schreck dich nicht, ich bin's nur. Was soll denn für ein Schisser? Zack, zack! Scheiße! Sich vor ein paar versteckt. Wir sind Leichen. Sieht wie ein Räumtrupp aus. Schutzanzüge fehlen. Schutzanzüge gelten jetzt als Feinde. Verstanden. Wenn die KVA getarnt vorgeht, könnte es mehr von ihnen geben, als wir dachten. Mitchell, die Tür. Die Tür, Mitchell. Die steht auch schon davor. Scheinwerfer sind sowieso total unauffällig, also kannst du aber direkt vorlaufen. Komm, hopp, hopp. Ist frei. Hier lang. Ja. Das habe ich mir fast gedacht. Scheinwerfer sehen cool aus, aber wird doch niemand benutzen, wenn er sich durch ein Gebäude schleicht. Was war das?
Ja. Ich guck noch nicht nach oben. Das war so klar. Geheimdaten. Ups. Jetzt standen wir uns vor hinten. Das mit den Puppen ist geil. Jetzt krieg ich gerade echt so ein bisschen Gänsehaut-Feeling hier. Vielleicht sollten die das... Sollten die das öfter machen, dass man alleine läuft? Granate sollte eigentlich in den Raum fliegen. Noch ein. Und. Vorsicht, auf wen wir schießen. Joker, wie ist die Lage? Wenig Munition. Hinter Treffpunkt in der Bait Street. Die KVA ist überall. Feuerfreigabe. Sind fast da. Wir haben hier einen Verlust! 12 Uhr! Keine Chance gegen uns. Aus krass ausgerüstete Soldaten.
ganz vergessen, dass es diesen Slow-Mo-Modus gibt. Vorne. Da sind sie. Bewegung. Das ist doch biometrische Ortung. Immer noch im Krankenhaus. Gut, wir müssen weg hier. Los jetzt. Die Straße bietet keine Deckung, Boss. Der Wagen, das ist unsere Deckung. Wir schieben den. Jungs, da sind noch ein paar. Los. Joker, gib uns Deckung. Moment. Das, Jungs, wenn die Straße hier noch voll ist mit den kleinen Freunden... Jetzt können wir. Ich sehe, die sind auf dem Boden krabbeln, den noch nicht erwischen, ey. Einfach mal so einen Wagen vor sich herschieben, kein Problem! Sind. Was sollen wir denn noch schieben? Schimmel drüber? Was ist das denn für ein Scheiß? Der Doktor ist in der Nähe. Erster Stock, nördliche Seite. Wir brauchen ihn lebend. Ach, wir haben wenig Munition. Wir haben gar keine Munition mehr. Ich denke, hier sind so Paketchen. Also nehmen wir uns jetzt einfach irgendwas von denen. Ja. 108. 30, 75, alles klar. Sehen beide schick aus. Blendgranate! Setz mich auf den wie Max Payne Style durch die Räume fegen. Hau die Tür weg, Mitchell. Dich hau ich gleich mit weg. Nicht in
Sichtung! Schnapp ihn dir! Wer hat denn jetzt gerade geschossen? Du? Einfangen. Er rennt doch gar nicht weg. Na, kürzlich Hades gesehen? Ich sage nichts. Ja, das sagen sie alle. Und dann fangen sie an zu schreien. Glauben Sie, das ändert was? Sie wissen nicht, wozu er fähig ist. Wir sind alle tot. Nicht heute. Einpacken und mitnehmen. Mit Vergnügen. Mitchell, zu mir. Bäckchen gesichert. Unsichtbare Menschen. Feindliche Truppen sind im Anmarsch. Wir geben Deckung. Nehmt den Doktor und bewegt euch. Ich würde lieber wissen, wer mich schützt. Das ist geheim. Ob das eine gute Idee ist, Boss? Was, der Typ? Wir haben wohl keine Wahl. Was war das? Keine Ahnung. Auf die Bikes. Los. Yeah, auf die Bikes wieder. Los, los, los. Dürfen wir selber steuern jetzt? Oh ja, dürfen wir. Wow. Interessante Steuerung von den Dingern. Die können nämlich sliden. Hat denn keine Waffen? Anbleiben, Mitchell. Scheint nicht. Einmal links, einmal rechts. Wir müssen noch ausweichen. Da ist das Tor! Ziel ist in Sicherheit. Bring ihn zur Befragung. Geh dir ein Ende. Also 4 Jahre später hat sich die Welt schon ein bisschen verändert. Aber wir haben den Professor gefunden. Mal schauen, was als nächstes kommt. Doch die Granaten holen. Mal so ein Granätchen mehr. Die tun ganz gut. Granatenerkennung. Gucken wir mal, was wir uns als nächstes holen. Alles klar, bis gleich.